Hallo und herzlich willkommen zurück zu ESO. Ich habe jetzt noch eine Runde. Übrigens herzlich willkommen zur 100. Zur 100. Aufnahmesession von Elder Scrolls Online. Also 100. Mal habe ich die Aufnahmetaste gedrückt und mich hingesetzt und gesagt, ja, ich nehme auf. Dies läutet auch übrigens das Ende der Staffel ein. Ich glaube, es sind nur noch 5 Folgen. Wir müssten jetzt in der 95 sein. 6, 7, 8, 9, ja, das dürfte dann hinkommen. Und dann gibt es die nächste Staffel. Kann ich ja eigentlich direkt schon mal ansagen, wie es dann angeht. Wie es rumgeht, wie es abläuft. Wenn die Staffel wechselt, dann findet ihr wahrscheinlich die neue Playlist natürlich auf der Homepage, also auf der Frontseite. Und die anderen letzten Staffeln dann im Archiv. Damit ihr Bescheid wisst. Also im Archiv meine ich unter meine Videos und Playlists. Ich bin jetzt hier im Kronshop und da gibt es neue Sachen. Da gibt es den apikäischen Rattenfänger. Die apikäische Rattenfängerin ist von Negate bis Waldheim als tüchtiger Ungezieferschreck bekannt. Also auch eine kleine Katze an sich. Neue Kostüme gibt es, die man sich durchleuchten kann. Das ist das Paket für die Arschländer. Im wahrsten Sinne. Es gab ein kleines Update, da war es drin. Ein Abendkleid, interessant. Ja, das da passt doch sehr gut dazu, oder? Reittiere gibt es nichts. Es gibt auch keine neuen Verbrauchsgüter. Hier gibt es auch nichts, da auch nicht. Und auch bei Verbesserung ist nichts zu sehen. Das Addon ist auch noch nicht drin. So, nun, ich kann ja mal eine kleine... Ihr mögt es ja, wenn ich irgendwie so vor mich hin palaber. Das finde ich ja geil. Ich habe mir heute ein Headset gekauft. Ein Headset, das als Ersatz für dieses Headset gelten soll. Das ist von der gleichen Marke. Soll ich die Marke nennen? Ich nenne sie mal nicht. Die Marke habe ich früher benutzt. Und ich glaube, die mich genauer kennen, wissen, welche Headsets ich habe. Und vor allem, welches ich primär nutze als Let's Play Headset. Zum Hören allerdings, das muss halb offen sein. Ich habe bisher nämlich keine Möglichkeit gefunden, mich zu monetarisieren. Aber ich müsste mal gucken, ob ich das... Kennt ihr eine Möglichkeit, wie ich ein USB-Mikrofon so durchschalten kann, dass ich mich selbst höre? Das habe ich bisher noch nicht gefunden. Ich schreibe es mir gerade auf, damit ich es nicht vergesse. Das habe ich 5-mal vergessen hier zu Hause. So, und dieses Headset ist eine neue Produktlinie. Weil mein altes Headset, das ging kaputt. Ich hatte 2 von denen, zur Sicherheit. Und das ging kaputt. Und ist per se von der Form her interessant. Also ganz gut. Gefällt mir auch. Dann habe ich es gerade angeschlossen und probiert. Ich wollte es auch prinzipiell testen mit zum Let's Play. Vielleicht mache ich es morgen nochmal. Und musste feststellen, das Balancing stimmt nicht. Ich habe rechts mehr Ton als links. Links, da scheinen die Boxen nicht ganz in Ordnung zu sein. Ich gebe denen nochmal eine Chance und werde das dort, wo ich das geholt habe, nochmal umtauschen dann. Ich habe es aber gesehen, das ist da noch nicht verfügbar. Das kommt aber. Da werde ich nochmal später hingehen. Trophäen, die nehmen keinen Platz weg. Musst du eh drücken. Steht da gleich übrigens. Benutzt die mal. Genau. Das war meine Wort darauf. Ne, und ich nutze immer so ein Klinkenmikrofon. Headset. Und ja, das hatte ja dieses... Der Sound war nicht so richtig, der war nicht klar. Dieses Headset ist klar. Und dann muss ich jetzt mal gerade sagen, ist mir aufgefallen, das Mikrofon klingt original wie das vor 20 Jahren, vor 10, 5 Jahren, sagen wir mal. Richtig geil. Das, ihr könnt euch doch nochmal vorstellen, wie ich doch früher die Let's Plays gemacht habe. Das war auch mit Headset. Mit so einem Mikrofon. Das klingt original genauso.
wenn nicht sogar klarer. Also da haben sie Welten sind dazwischen, zwischen dieses Headset, was ich jetzt auf habe, und dem vom Mikrofon her. Aber der Ton ist scheiße. Ich tippe mal, ich habe ein Schrottteil gekauft. Dann werde ich das nochmal dort probieren, wenn es da ist, und dann passt das schon. Ich habe da meine Kontakte, ich krieg das ganz schnell raus. Sagen wir es mal so, ich arbeite mit im Sektor mit denen. Und das finde ich ganz gut. So viel zum Thema etwas Privates. Ich kann echt nicht erwarten, bis sie eintreffen. Ich will das gerne umtauschen. Das ist geil. Die Headsets, die sind von so dermaßen minderer Qualität, dass sie ganz schnell kaputt gehen. Gut, hier regnet es nicht, da regnet es. Interessant. Ja, hier ist es zu laut. Ich gehe mal lieber dahin. Hopsala. Anvil ist ein Sonderbraut. Jeder weiß, dass Korsan die Goldströme im Hafen am Fließen halten. Es geht zwar stets ein bisschen rauer zu, wenn ihre Schiffe heimkehren, aber die Einheimischen zeigen sich dagegen größtenteils unempfindlich. Selbst die gemeinsten Hunde beschmutzen nicht ihren eigenen Zwinger. Ein höchst ungewöhnliches Gleichgewicht der Kräfte, aber irgendwie scheint sie die Balance zu halten. Ja, ganz anders mit meinem Headset. Pakroti ist der Ansicht, dass es absolut leer ist. Er ist ein Meister auf dem Weg des wispenden Reißzahns und fürchtet weder den Eintreiber noch seinen Männer. Aber er wird nicht gegen sie kämpfen, wenn er denn nicht unbedingt muss. Er will sie nicht verletzen. Wisst ihr? Also hat Pakroti dafür bezahlt, bei einem Bauern hinten auf diesem Wagen mitzufahren zu dürfen. Und eine Decke. Es war sehr heiß. Okay, wir haben... Der hat aber eine ganze Menge geschickt. Ja, das ist sehr gut. Geht nach Silvana, ist die Aufgabe. Und ich glaube, das machen wir auch. Ich muss hier nur rüber. Ich habe vor, mit ESO relativ schnell anzuziehen, damit ESO relativ schnell zu Ende geht. Also damit wir schnell durch sind. Klar, ich werde immer wieder mal ein Video rausbringen mit Neuerungen, Updates und Co. So, dass ihr immer auf den Laufenden seid, was ESO angeht. Und vielleicht machen wir mal das ein oder andere Event. Und wenn sich's mal lohnt und ich dann mal mich durchgerungen habe, mal doch noch einen Livestream weiter fortzuführen, dann ja, geht das mal. Das war auch eine sehr interessante Erfahrung. Ich habe einen Livestream gemacht, ne? Ganz normal, habe auch gestartet, habe es angekündigt. Kommt auch noch hinzu. Ich habe derzeit 818 Abonnenten, davon schlag mal 20% weg, die überhaupt nicht zuschauen. Und der Rest, nochmal so 50% davon sind gelegentlich und der Rest ist wahrscheinlich eher Kern. Also Hardcore-Viewer, wie man so schön sagt. Warum habe ich denn hier unten denn? Achso. So. Ne, dann mache ich ein Ankündigungsvideo, dann starte ich den Stream und da kommt niemand. Das ist cool. Talwacht entdeckt. Das klingt so, das ist genauso, als wenn du jetzt Leute einlädst, die durch Pilze laufen. Und du sagst, ja, das wird eine super Party, das wird toll. Warum sind da Feinde? Das wird super toll, das wird klasse. Und dann startest du die Feier und keiner kommt. Keiner. Ich finde es sehr interessant. Ja, wenn Gronkh streamt, dann gucken alle. Ich fühle mich ein bisschen beleidigt, muss ich sagen. Bäh. So. Waren die nicht mal gut? Sterb mal eben.
Hohoho, Himmelsscherbe. Versetzt euch mal in meine Lage und stellt euch mal vor, was ihr machen würdet, wenn ihr einen Livestream startet und keiner kommt. Ich glaube, ich habe 2 Stunden rumpalabert oder so. Ich glaube, ich werde das gar nicht auch noch nicht mal in mein Archiv hochladen. Habe ich bisher noch nicht. Habe ich auch keine Lust zu. Warum ist denn da hinten einer? Naja, aber da könnt ihr euch in meine Haut versetzen und deswegen wird der Livestream auch eingestampft. Und da Xsplit sich sowieso kaputt geupdatet hat, weil diese Penner anscheinend nicht mit Programmierung klarkommen, habe ich sowieso keine Lust mehr, das Programm zu nutzen. Ich kann jedenfalls keine Videos mehr dort abspielen. Die spielt er gar nicht mehr ab. Ich bin von dem Programm so dermaßen beleidigt. Ich glaube, dann wechsle ich tatsächlich, wenn es hochkommt, mal zu OBS. Dann muss ich aber eine komplett neue Einstellung. Mal gucken, vielleicht mache ich auch einen Relaunch, keine Ahnung. Ein Relaunch des Kanals hat ja auch nicht funktioniert. Ja. Und wenn du Breen von mir triffst, sag ihm das von mir. Leck mich. Das ist so meine Antwort auf alle. Helle Monde, ihr habt doch Pelidis Schiff aufgebracht und ihn besiegt. Ja, auf alle, die mir Kreuzwasser können. So. Shandy schreibt so schnell wie möglich. Aber immer noch haben diese Weber mehr zu sagen. Nach unzähligen Generationen ändern sie immer noch die Geschichte. Geschichte. Ihr die Geschichte des Silvenars und der grünen Dame? Oder sollte ich sagen, eine der Geschichten? Joghurt mit der Knusperecke. Fiagra Flakes. Flakes. Geil. Schönes Bild. So, Entschuldigung. Gibt es viele Geschichten über sie? So viele Geschichten, wie es Silvenare gegeben hat. Sie reichen sicher bis zum ersten Bossmer zurück. Aber die Geschichte, die die Weber nun erzählen, ist völlig falsch. Sie muss zurück in ihre alte Form gebracht werden, bevor es zu spät ist. Was ist daran schlimm, wenn eine Geschichte falsch ist? Ihr seid noch nie hier gewesen, oder? Dies ist der Tempel der Geschichtenweber. Jener Bossmer, die mit ihren Erzählungen die Wirklichkeit schaffen. Lasst mich euch zu Elilor in Talwacht bringen. Vielleicht erkennt ihr dann, warum die Geschichte berichtigt werden muss. In Ordnung, na dann mal los. Eure Hilfe ist sehr freundlich. So, wenn ihr ablenken lassen. Obwohl ihr Talwachts Bedeutsamkeit nicht zu kennen scheint. Vielleicht kann Shandy es euch erklären. Was könnt ihr mir über diesen Ort erzählen? Geschichten werden hier erzählt und durch irgendeine Magie werden sie real. Seltsame Leute, seltsame Bräuche. Ich bin hergekommen, um durch die Geschichtenweber und ihre Leben inspiriert zu werden. Sie sind ein eigentümlicher Haufen. Ich hätte fast ein Video abgespielt. Wer sind die Geistenweber? Geschichtenweber? Geistenweber. Bosmer-Priester, gewissermaßen. Sie interpretieren den grünen Pakt und dienen den Bosmer oft als Diplomaten. Sie erzählen einander Geschichten als Gebete. Und seltsamerweise werden ihre Geschichten wahr. Rede schneller, rede schneller. Was ist mit ihr? Was meint ihr? Was ist mit ihr? Was meint ihr mit sie werden wahr? So echt wie ein Sommerbraten oder das Lied der Grillen. Ich habe noch nicht herausgefunden, ob sie das sagen, was sie sehen, oder ob die Realität sich ihren Wünschen anpasst. Ein Geschichtenweber erzählte mir, wie durstig er war. Und plötzlich hatte er einen Krug Met in der Hand. Faszinierend. Ja, finde ich auch. So, ich mache hier mal einen Cut. Moment.